La Cortina ist die bekannteste Bucht direkt hier neben der Stadt von Cartagena. Lucky, lucky, lucky me. Lucky, lucky, lucky. I wanna let the door hit when I leave. I guess that I was born beneath a very lucky star. And in a week or two, I won't remember who you are. I guess that I was born beneath a very lucky star. And in a week or two, I won't remember who you are. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir, von Flying Anker. Wir sind schon wieder on the road, denn wir machen heute wieder einen Tagesausflug und nehmen euch mit. Heute geht's für uns in Richtung Cartagena auf Spanisch. Und wir zeigen euch heute dort drei wunderschöne Orte. Eine wunderschöne Bucht, ein kleines Dorf und Cartagena Stadt. Auf geht's! Wenn euch das Thema Auswandern, Leben im Ausland und Spanien generell interessiert, abonniert jetzt auf jeden Fall den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. So, wir sind angekommen. Wir haben gerade geparkt an der Cala Cortina und wie man sehen kann, ist es brechend voll. Ganz, ganz viele Leute sind hergekommen, weil die Sonne ist rausgekommen. Die Sonne strahlt ohne Ende. Auf geht's, schauen wir uns die mal von der Nähe an. Cortina ist die bekannteste Bucht direkt hier neben der Stadt von Cartagena und man sieht, es ist jetzt schon voll und das schon im März, das ist richtig schön und es kommen ganz, 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 ganz viele Leute hierher, um einfach zu relaxen und den Strandtag zu genießen und wir gehen jetzt mal runter und schauen uns das von der Nähe an. So, hier in Spanien ist es halt so, wegen der Covid-Pandemie darf man hier die eigene Region nicht verlassen. Deswegen versuchen wir jedes Wochenende, entweder Samstag oder Sonntags, mal rauszukommen und verschiedene Ausflüge zu machen. Und wir nehmen natürlich die Kamera mit und werden versuchen, euch so die schönsten Orte aus der Region von Murcia zu zeigen. Das macht uns natürlich auch sehr viel Spaß. Klar. Und wenn ihr irgendwas Spezielles, Spezifisches wissen wollt, entweder über Spanien, über Murcia oder sogar über uns beide, könnt ihr uns natürlich immer gerne anschreiben. Wir versuchen euch wirklich auch immer so schnell wie möglich zu antworten. Na gut, lass uns mal runtergehen. Auf geht's! Wir zeigen euch mal La Cala Cortina. So, wir gehen jetzt mal runter zum Wasser. Das ist ein kleiner, feiner Steinstrand. Aber der Vorteil ist auf jeden Fall, dadurch, dass es Steine sind, klebt es weniger. Und ja, wir zeigen euch das mal, das wunderschöne, durchsichtige, klare Wasser hier. Die Leute sind hier echt schon im Bikini und am Baden. Das ist echt unglaublich. Schaut es euch an. Es ist kristallklares Wasser. Also da kriegt man schon echt Lust, sich hier mal mit dem Bikini anzuziehen und eine Runde schwimmen zu gehen. Gar nicht so kalt, ne? Es ist echt nicht kalt. Perfekt, um jetzt eine Runde schwimmen zu gehen. Das Schöne ist, es ist heute eigentlich sehr windig. Nur hier die Bucht, die Cala Cortina, ist sehr vom Wind geschützt. Wie man sieht, man ist hier vom Bergen umzingelt. Und das Wasser ist super flach. Und es gibt sogar Leute da hinten, ich zeige dir mal hinter mir, der ist Paddle-Surfer machen. Das ist eine Sportart, die wir beide jetzt lieben, ne? Haben, ja, für uns entdeckt haben. Die macht richtig viel Spaß. Und hier ist das natürlich jetzt auch sehr einfach zu machen, weil ja, das Wasser hier sehr still ist. Oh, der ist schon hingefallen. Ich zeige euch mal. Und wenn man das nicht so gut kann, dann liegt man halt sehr schnell im Wasser. Sehr schnell im Wasser und verbringt sogar mehr Zeit im Wasser als auf dem Ding drauf. Aber macht mega viel Spaß auf jeden Fall. Ja, das müsst ihr auf jeden Fall mal machen. Ach, das Coole hier auch. In Cartagena ist ein Militärstützpunkt. Hier ist die spanische Marine. Und hier, wenn man hierher kommt, sieht man ganz, ganz, ganz viele spanische Kriegsschiffe. Wo geht's jetzt nochmal hin? Wir fahren jetzt an eine weitere Strandecke auf der anderen Seite von Cartagena, also in den Süden. Und was wollten wir da eigentlich machen? Wir wollten da vor knapp 2-3 Wochen eigentlich die neue Intro drehen, aber haben uns dann doch für den Strand entschieden.
zeigen euch aber genau, wo es dorthin geht. Schaut es euch auf jeden Fall an. Bienvenido a la Algameca Chica. Herzlich willkommen in Algameca Chica. Also ich muss sagen, es ist schon kurios, weil es sieht ja schon ein bisschen aus wie so eine typischen Favela, was man so aus Brasilien kennt. Weil hier stehen wirklich alte Häuser. Kein Fischerbötchen und sowas. Und das ist schon ziemlich runtergekommen. Aber wie gesagt, das sind wirklich sehr, sehr alt. Das ist ein altes Dorf hier. Ne? Heftig. Schaut euch das mal an. Also es ist wirklich sehr alt. Sehr runtergekommen. Es erinnert mich wirklich an eine Favela oder irgendwie so ein bisschen an Thailand, wo wir bei uns da im Urlaub waren. Es ist wirklich arm hier. Ich habe sowas noch nie hier in Spanien gesehen. Echt noch nie. Ich bin richtig geschockt, aber ich finde es aber auch mega interessant. Es hat wirklich einige schöne, interessante Sachen hier. Es gibt hier schöne Häuser. Wir haben wirklich einige Häuser gesehen, die haben so einen Country-Western-Style, weil die aus Holz gemacht sind. Die haben so eine Veranda aus Holz, also richtig schön, und die leben alle hier am Ufer, am Wasser. Ne? Also das ist schon Luxus, muss ich sagen. Aber dass alles so alt ist, das ist schon mega Culture-Shock, muss ich sagen. Boah, heftig. Ihr müsst mal herkommen, ihr müsst das selber mal sehen. Voll schön. Sieht echt aus wie im Wilden Westen, schaut es euch an. Und direkt vom Meer, ne? Wahnsinn, echt. Dieser Mix ist echt ein richtiger Kulturmix. Also ich muss sagen, ich bin voll geflasht. Heftig. Ich bin geschockt. Ich war schon sehr oft in Cartagena, aber noch nie hier in diesem Dorf, weil das sehr versteckt ist. Um hierher zu fahren, muss man wirklich durch die Pampa fahren mit dem Auto. Das ist in so einer kleinen versteckten Bucht. Und ich bin voll geflasht. Heftig. Es gibt einige Häuser, die sind schon ziemlich zerfallen und alt und auch schon sehr kaputt. Aber es gibt auch andere, die haben sie sehr schön aufbereitet, und die zeigen wir euch jetzt mal. Also mein Fazit zu diesem Ort ist, die Häuser sind sehr alt, sehr bunt, und viele von diesen Häusern hier sind wirklich aus Rest von Baumaterialien oder Müll gebaut worden. Es sieht wirklich aus wie eine Favela, aber es ist sehr, 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 sehr interessant und sehr schön. Und es ist wirklich wert, mal einen Tag hierher zu kommen. So, das war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung. Jetzt geht es weiter für uns nach Cartagena, in die Innenstadt und ab zum Hafen. Wir sind da in Cartagena. Cartagena ist sehr bekannt für den schönen Hafen. Hier kommen sogar Kreuzfahrtschiffe her. Und es ist eine alte Stadt, die wurde von den Römern gebaut. Deswegen gibt es hier wirklich sehr alte Monumente, alte Mauern, alte Burgen. Und wie gesagt, der Hafen ist sehr schön, um hier ein bisschen hoch und runter zu laufen. Ihr seht sogar dort ein Barco Turistico. Das ist ein kleines Schiff, das macht so Ausflüge hier am Hafen. Perfekt, um einen schönen Tagesausflug zu machen. Ja, und generell sieht man auch Monsterschiffe. Da hinten sieht man ein riesengroßes Yachtschiff von irgendeinem Millionär. Das Ding ist riesig. Und das da hinten, das ist die Militärbasis hier von Cartagena. Da stehen die ganzen Kriegsschiffe alle. Und ab und zu stehen auch hier richtig U-Boote, Flugzeugträger. Nee, wo warst du letztes Mal drin? Was auf war so einem das? Riesengroßen Schiff. Das war so eine Fregatte oder so, ja, irgendwie sowas, mit ganz, ganz vielen Militärleuten. Das war riesig. Wir haben bestimmt dann über eine Stunde gebraucht, um das uns anzuschauen. Das war echt der Hammer. So, direkt hier hinter mir seht ihr die Universidad Politécnica de Cartagena. Die sind spezialisiert auf die Marine, auf marines Ingenieurwesen. Und das ist halt ziemlich cool, weil die sind direkt gegenüber vom Hafen. Also hier zu studieren ist echt mega der Luxus.
So, ich bin ja einer, der gerne Filme guckt. Und vor kurzem habe ich den Film Pearl Harbor geguckt. Viele von euch kennen den bestimmt. Das ist ein super, mega guter Film. Finde ich auf jeden Fall. Und das erinnert mich ein bisschen hier in Cartagena. Warum? Weil Pearl Harbor ist ein Marinestützpunkt auf Hawaii, oder es war einer. Und der wurde am Anfang des Zweiten Weltkriegs von den Japanern bombardiert. Quasi sind da durch die Amerikaner in den Zweiten Weltkrieg damals gezogen. Und das ist so Art, das ist ein bisschen so wie hier, dieses Flair. Wir haben gutes Wetter hier, diese alten Häuser, diese Monumente, die Palmen überall. Wir haben hier auch diesen Marinestützpunkt. Das ist wirklich so ähnlich wie in dem Film. Und ja, es ist einfach sehr, sehr, sehr schön hier. Es gibt ein richtig, richtig schönes Römertheater hier. Das dürft ihr auf gar keinen Fall verpassen, wenn ihr nach Cartagena kommt. Aber es kostet natürlich Eintritt. Es gibt allerdings einen Hintereingang, das ist so eine kleine Gasse, die führt drumherum. Da kann man es ein bisschen von oben und von der Seite sehen. Hat man auch einen spektakulären Blick drauf. Und da spart ich auf jeden Fall ein paar Euro und habe trotzdem einen wunderbaren Blick drum. Schauen wir uns das Ganze mal an. Auf geht's! Direkt hinter mir befindet sich einer der Haupteingänge. Aber wir gehen jetzt mal drumherum und schauen das Ganze von außen an. Man kann jetzt noch viel weiter hochgehen, aber von hier hat man schon eine unglaublich schöne Aussicht. Ja, also wie gesagt, das hier ist das römische Theater. Hier hat man damals Theater gemacht, das waren die Römer. Und nach dem Fall des römischen Imperiums wurde hier ein Marktplatz gebaut. Also das war alles ein riesengroßer Marktplatz. Es gab ja natürlich keine Häuser hier. Und ja, und heutzutage ist es ein Museum. Man kann natürlich bezahlen, um noch da unten reinzukommen, aber wenn man es nicht bezahlen möchte, kann man auch hier die Treppe hochkommen. Es geht dann noch viel weiter hoch. Da kann man auch dann das ganze Meer sehen. Und aber von hier hat man schon einen spektakulären Ausblick auf jeden Fall. Also diese kleinen Städte sind echt wunderschön. Aber wenn ihr herkommt, kommt auf jeden Fall vor dem Sommer oder kurz nach dem Sommer, weil es ist jetzt einfach schon unglaublich heiß. Und auf jeden Fall zieht euch flache Schuhe an, weil man muss hier sowas von viele Treppen rauf und runter steigen. Auf gar keinen Fall hohe Schuhe. Ja, und wie wir eben schon gesagt haben, heute ist ein ziemlich windiger Tag, aber weil man hier so windgeschützt ist und hier knallt einem die Sonne auf den Kopf, dann fühlt sich das alles noch mal ein bisschen wärmer an. Ja. Also, wie sie schon sagt, vor dem Sommer oder nach dem Sommer, weil sonst geht mir nie ein. So, wir sind jetzt hier auf einer der Hauptstraßen. Hier sind auch ganz, ganz viele Läden, also auch perfekt zum Shoppen gehen. Ja, und es ist hier eigentlich ziemlich relaxed, ziemlich sauber, sehr schön, alles ist sehr gepflegt. Und es ist auch ziemlich voll hier. Wird ihr gleich sehen. Fußgängerstadt, das nehmen wir nochmal dazu. Ja, auf jeden Fall hier die ganze, das Area, die Zone vom Hafen ist wirklich alles Fußgängerzone. Und das macht das Ganze einfacher und schöner, natürlich hier ein bisschen rumzulaufen und sich den Ort anzugucken. Definitiv. Ja. Und das Schöne ist, man ist hier auch wirklich im Schatten gerade. Das tut wirklich gut, weil es ist heute echt sehr, sehr warm. So, wir sind jetzt mitten in der Innenstadt und wir suchen uns jetzt ein wunderschönes Restaurant aus, um ein paar Tapas zu essen, um euch natürlich wieder was Wunderschönes zu zeigen. Wäre jetzt natürlich nicht jeden Tag Tapas, aber ist natürlich so, um euch die typisch spanischen Restaurants hier zu zeigen mit wunderbaren Tapas. So, wir haben jetzt einen Tisch gefunden in einem typisch spanischen Tapas-Restaurant, La Uva Jumillana. Das ist sehr, sehr bekannt hier in Cartagena. Und das Besondere ist, man bekommt hier eine Tapa und ein Getränk für zum Beispiel 2,20 Euro. Also echt sehr, sehr günstig. Und für jede weitere Runde immer ein Getränk bestellen und eine Tapa dazu. Und es ist sehr, sehr lecker hier. Also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr mal hier seid, kommt auf jeden Fall hierher. Wir zeigen euch jetzt, was wir Wunderbares, Leckeres bestellt haben. Also hier zu diesem Restaurant kommen wir eigentlich sehr oft. Immer wenn wir Besuch aus Deutschland haben und wenn wir nach Cartagena kommen, essen wir hier, weil das Ambiente hier wirklich sehr, sehr gut ist. Also fast immer auch in der Woche. Und jedem schmeckt es hier. Und es gibt auch sogar vegane Optionen und vegetarische, ja. Weil ich habe auch zwei Freundinnen, die sind, kommen aus England auch gerne hierher und die lieben das Essen, weil es halt auch sehr viel Varietät gibt. Also es ist echt eine Top-Empfehlung. Ja, lecker, gut und günstig. So, unser Essen ist da. Eben schon erklärt, bekommen immer eine Tapa und ein Getränk dazu. 2,20 Euro je Tapa mit Getränk. Das ist echt gar nichts. Es ist sehr, sehr günstig. Und für mich gibt es einmal Patatas Bravas mit der Soße extra. Und für Mike gibt es Hähnchen
überbackenes Hähnchen mit Kartoffeln und ein bisschen Soße. Wir genießen jetzt das wunderbare, leckere Essen. Auf geht's! Das Heftige oder das Interessante hier ist einfach, ich weiß noch, damals hatte ich da vorne in einem gelben Gebäude, das zeige ich euch gleich, meinen Gitarreunterricht, und das Gebäude ist so alt und wir waren ganz oben, das war echt zum Teil leer und wir sind hier mitten im Zentrum der Stadt. Wahnsinn. Und das sind von draußen, die Wand sieht immer sehr, sehr gepflegt aus, aber von drin sind das wirklich ganz alte Gebäude und die stehen zum Teil wirklich leer. Und das war natürlich auch extra so gemacht, deswegen konnten wir auch da mit dem Schlagzeug oder mit der Gitarre richtig Gas geben. Also hier in diesem Gebäude ganz oben hatte ich damals vor 15 Jahren oder so mein Unterricht, direkt hinter mir. So, wir gehen jetzt einen Kaffee trinken, natürlich wieder für Mike. Und das Coole ist, wir treffen uns mit einer Freundin, die ist Spanierin, aber die hat eine ganze Zeit lang in Deutschland gelebt und somit spricht sie auch fließend Deutsch. Das war's mit unserem kleinen Trip hier durch Cartagena. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Die heutige Frage des Vlogs ist, was ist euer Eindruck von Cartagena? Hat es euch gefallen? Könntet ihr euch vorstellen, hier mal einen Urlaub zu verbringen? Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal und schreibt uns einen Kommentar, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder reinschaut. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Danke fürs Zuschauen.